Hallo zusammen, heute stehen wir hier, wie unschwer zu erkennen ist, bei uns in Mohrenhofen auf dem Versuchsfeld. Hier läuft jetzt gerade unsere Wintergerstenernte schon an. Ich denke, auch in vielen Regionen geht sie so langsam los in der Wintergerste. Und wir sind jetzt hier momentan dabei, unsere Sortenversuche in der Wintergerste als auch Produktionstechnikversuche in der Wintergerste zu beernten. Und dann stehen in den nächsten Wochen auch die Ergebnisse zu den entsprechenden Versuchen zur Verfügung. Und dann können wir gerne mit euch in den Austausch gehen, welche Sorte denn dieses Jahr überzeugt hat und welche Sorte vielleicht auch enttäuscht hat. Wir nutzen hier einen Parzellenmähdrescher der Firma Zürn mit 1,50 Meter Arbeitsbreite, genau passend auf unsere Parzellengröße abgestimmt. Und dann wird jede Parzelle einzeln gedroschen, am Ende der Parzelle verwogen, um auch dann die Ertragsdaten der einzelnen Parzelle, der Sorte oder den entsprechenden Produktionstechnikversuchen zu bekommen, um so euch die bestmöglichen Informationen mitzugeben. Und dann werden natürlich die Dinge auch noch im Labor untersucht, was Eiweißgehalte angeht, Feuchtigkeit, Vollkorn und alle weiteren qualitätsbestimmenden Parameter, die entsprechend mitgegeben werden. Damit allen viel Erfolg bei der Ernte, euer Niklas Kloppenburg.